Moin und wieder mal herzlich willkommen aus dem Texas. Heute auch wieder am Schreibtisch, nicht im Badezimmer. Ich habe heute eine Pomade-Rarität, die ich euch gerne zeigen möchte. Die habe ich von einem anderen Mitglied einer der zahlreichen Pomade-Gruppen auf Facebook bekommen, von Mario. Von einem Mann, der wirklich sehr viel Ahnung von alten klassischen Pomaden und Frisiercremes hat und auch eine ganz beachtliche Sammlung. Ja, und von Mario, vielen Dank, habe ich eine wirklich klasse Pomade-Rarität bekommen, auf die ich das schon lange abgesehen hatte und über die möchte ich heute mal so ein bisschen erzählen. Ich halte sie einmal in die Kamera. Hier seht ihr einen Tiegel der Dixie Peach Pomade. Dixie Peach, ja, Dixie wohl in Bezug auf die amerikanischen Südstaaten und Pfirsich. Georgia ist ja unter anderem als der Peach State gleich bekannt, als der Pfirsichstaat. Ja, das ist sie. So, soll ich noch mehr darüber erzählen? Was ist das Besondere? Natürlich möchte ich noch mehr darüber erzählen. Ich halte nicht einfach nur irgendeine Pomade in die Kamera, schon gar nicht, wenn ich angekündigt habe, dass es eine Rarität ist. Dixie Peach Pomade. Der eine oder andere Zuschauer, bei dem klingelt da vielleicht schon die Glocken, im Zusammenhang mit Elvis Presley. Gibt da so ein paar Pomaden, wo sich wo es Legenden gibt, Pomade-Folklore, dass derjenige, der und der Musiker oder Filmstar eine bestimmte Pomade benutzt haben soll, ja. Man hört ja zum Beispiel immer, dass Johnny Cash Royal Crown Pomade benutzt haben soll. Ja, und diese Dixie Peach Pomade, da halten sich relativ hartnäckig die Gerüchte, dass das eine der Lieblingspomaden vom King of Rock'n'Roll Elvis Presley gewesen sein soll, ja. Also wenn man so ein bisschen im Internet, in verschiedenen Foren recherchiert, was Elvis denn eigentlich für Pomaden genommen haben soll, also auch bei ihm fällt ab und zu das Stichwort Royal Crown. Ob Pomade oder Hairdressing steht, ja, findet man nicht so genau raus, aber der Name Royal Crown fällt da oft. Und dann diverse andere Pomaden, die es nicht mehr gibt, zum Beispiel was von Lover's Moon Pomade habe ich mal gelesen und eben auch Dixie Peach Pomade soll eine von Elvis Lieblingspomaden gewesen sein. Ich habe jetzt in einem Forum auch gelesen, dass er die wohl eher in seiner Jugend benutzt haben soll. Und als er dann später mit der Musik angefangen hat und bei Sun Records in Memphis, Tennessee eine bekannte Nummer geworden ist, da war es dann wohl schon Royal Crown. Also das vielleicht eher eine der Pomaden aus der Jugend des King. Und ansonsten liest man, dass die Pomade im Zweiten Weltkrieg bei amerikanischen Teenagern ein großer Hit gewesen sein soll. Ja? Also so ein paar Sachen kann man rausfinden. Allerdings, ich habe recherchiert und die Pomade ist immer noch so ein bisschen rätselhaft. Also ich weiß gar nicht genau, seit wann es die überhaupt gibt. Steht nichts drauf und im Internet habe ich auch relativ wenig rausgefunden. Ich habe alte Werbespots, also so Anzeigeplakate gefunden, besonders aus den 60ern. Was habe ich noch gefunden? So Vintage-Dosen auf einschlägigen Seiten wie zum Beispiel Worthpoint. Entweder ohne bekanntes Jahr oder aus den 60ern. Also in den 60ern gab es sie auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also soll eine der Pomaden des King in seiner Jugend gewesen sein, beliebt bei Teenagern des Zweiten Weltkriegs. Also wenn das stimmt, dann muss es die wohl auch seit den 40er Jahren schon gegeben haben. Genaueres habe ich leider nicht rausgefunden. Und ja, warum ist das eine Rarität? Sie wurde leider eingestellt. Wann genau, das weiß ich auch nicht genau. Aber es scheint so, dass diese Pomade seit mindestens 15 Jahren circa nicht mehr hergestellt wird. Ist vom Markt gekommen. Das hier dürfte aus der letzten Auflage sozusagen sein. Schon in diesem, ja, relativ, ja, glanzlosen Plastikpott. Naja, das Design ist schon ganz nett. Also da gibt es hässlichere. Aber ist eben nicht so wie eine schöne klassische Metalldose von Sweet Georgia Brown. Ja, damit kann man es nicht vergleichen. Eher so in der gleichen Liga wie Tres Flores zum Beispiel, ist ja auch in so Plastikpötten. Oder was hatte ich letztens noch? Lucky Heart. Ja, erinnert ein bisschen an Lucky Heart, wobei die hier ein bisschen schicker ist. Also wird seit mindestens 15 Jahren, so scheint es, nicht mehr produziert. Heißt natürlich auch, dass diese Dose hier ganz schön alt ist. Ja, und da haben wir auch gleich ein Problem. Ich werde mir diese Dose oder diese Pomade nicht in die Haare schmieren. Weil vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon mal miterlebt, wenn man wirklich eine sehr alte Pomadedose öffnet.
Viele sind noch gut. Gab letztens vom Pomade-Shop ein ganz prima Video mit den alten Dosen, die dort im Shop sind. Sweet Georgia Brown und Murray's, die noch aussehen und riechen wie heute. Es gibt aber eben auch andere Pomade, wo der Duft irgendwann kippt. Ja, wo die Duftstoffe irgendwie, ja, kippen, fängt an komisch zu riechen oder bestimmte Öle und Fette werden, glaube ich, auch ranzig. Ich denke, bei Olivenöl ist das der Fall. Ich hatte persönlich mal den Fall, dass ich bei meinem Friseur, Herrn Schneider in Hamburg, er hatte da eine sehr alte Dose Royal Crown Hairdressing, irgendwo so ganz hinten in der Ecke, die da wohl mehr so als Deko rumstand, lange nicht benutzt. Und die hat wirklich sehr fies, ich habe dann aus Neugier, habe ich sie mir öffnen lassen, dran gerochen, hat sehr fies nach so, nach Wachsmalstiften hat sie gerochen, daran hat es mich erinnert, ja. Und danach riecht ein Royal Crown Hairdressing normalerweise nicht. Also es hat einen relativ angenehmen Duft, aber ja, manche Pomaden kippen und riechen dann fies. Und das ist leider bei der hier auch der Fall. Ich habe sie schon aufgemacht, als ich sie bekommen habe, dran gerochen. Und es war eine kleine Enttäuschung. Ja, wir können ja mal zusammen reingucken. Seid froh, dass ihr nicht mitriechen könnt. Das ist keine Freude. Ich mache die Dose mal auf. Schraubdeckel. Wenn man reinguckt. Ja, sie ist ungefähr, ich würde sagen, noch ein bisschen mehr als halb voll. Also es wäre schon einiges zum Schmieren da. Ist auch ein relativ großer Pott mit 200 Gramm, sieht man ja. Und jetzt steigt mir auch schon so ein Duft in die Nase. Also man sieht so eine hellgelbe glänzende Pomade darin. Und der Duft, also es ja, riecht noch ein bisschen nach Pfirsich. Also ich kann noch wahrnehmen, dass das wohl mal ein Pfirsichduft sein sollte. Auch sehr zitrisch, aber es ist irgendwie auch ein sehr beißender, saurer Geruch, der mich irgendwie an irgendein stark riechendes Reinigungsmittel, keine Ahnung, irgendein billiges Geschirrspülmittel vielleicht oder irgendwas für den Boden oder irgendein Klostein an einer Autobahnraststätte. Also ich finde hier keine schmeichelhafteren Worte dafür. Der Geruch ist halt wirklich sehr unangenehm beißend, ja, das heißt, das kann man sich, glaube ich, nicht wirklich antun. Schade eigentlich, dass wir wirklich einen Schatz, wenn ich ja die mutmaßliche Pomade des King mir in die Haare schmieren könnte. Also Royal Crown ist es vielleicht auch, aber das ist halt noch eine mehr, ja. Aber die wird wohl nicht geschmiert werden, auch wenn sie von der Konsistenz her noch gut aussieht. Und es ist genug da, dass man sich einige Male damit eine schöne Tolle machen könnte, trotzdem immer noch eine Reserve hat. Aber der Duft macht das eigentlich nicht möglich. Ja. Was ich noch nicht gemacht habe, ich habe sie noch nicht angefasst. Also ich könnte ja vielleicht trotzdem mal einen Finger rausnehmen und einfach mal gucken, wie die Konsistenz ist. Es dürfte eine relativ glänzende, leichte Pomade sein, wie es sich für die damalige Zeit und den King of Rock'n'Roll auch gehört. Inhaltsstoffe stehen auch drauf. Ja. Also es ist drin Vaseline, Duft und Lanolin. Okay, also auch eine ganz simple Sache. Bisschen anders als Royal Crown. Bei Royal Crown ist es halt Vaseline, Olivenöl und Duft. Hier ist es Vaseline, Duft und Lanolin. Also ja, durch Lanolin vielleicht auch ein bisschen klebriger. Ich kann da nochmal vorlesen, was da noch drauf steht. Also vorne steht noch drauf, enriched with lanolin, also mit Lanolin, das heißt mit Wollfett angereichert. Concentrated Conditioner and Hairdress, also konzentrierter Conditioner und ja, und etwas, um die Haare irgendwie zu bändigen. Was steht noch drauf? Extra rich to keep hair smooth, also um das Haar irgendwie geschmeidig zu halten. Silky, fragrant, seidig und duftend. Ja. For best results, apply just a touch to scalp and hair with fingertips. Also für das beste Ergebnis nur ein kleines bisschen mit den Fingerspitzen in Haar und Kopfhaut einmassieren. Und wird produziert oder wurde bis zum Schluss produziert in Englewood, New Jersey, also gar nicht in Georgia oder irgendwo anders im Süden. Ist wahrscheinlich umgezogen im Laufe der Zeit. Ich weiß gar nicht, wo sie ursprünglich herkam, aber wahrscheinlich irgendwo aus dem Süden, vielleicht ja auch aus Memphis, Tennessee, keine Ahnung, oder aus Georgia. Made in USA steht natürlich noch drauf. Hat einen Barcode. Ja, Barcodes gibt es ja, glaube ich, seit den 70ern, also so alt ist sie auch nicht. Okay, aber vielleicht nehme ich einfach meinen Finger raus und gucke einfach mal so zwischen den Fingern, wie sie sich anfühlt, was ich für einen Eindruck von der Konsistenz habe. Danach werde ich mir, glaube ich, sehr gründlich die Hände waschen, denn der Duft ist wirklich nicht schmeichelhaft. Also, boah. Oh. Die ist wirklich sehr weich. Habe ein bisschen rausgenommen.
Und das, ja, zieht Fäden. Das ist wirklich sehr weich. Also meine Pomaden sind momentan allgemein ziemlich weich, wenn ich sie aus der Schublade nehme, weil es hier halt sehr warm ist. Was habe ich letztens genommen? Ich habe irgendwann die letzten Tage hatte ich, glaube ich, die so ein bisschen was von der blauen Dex genommen. Die war fast flüssig, also die hat sich schon fast wie Öl angefühlt. Ja, aber das ist wirklich auch eine sehr weiche Pomade. Ich würde sagen, die ist definitiv weicher als die Royal Crown Pomade. Und ja, vielleicht so in Richtung Royal Crown Hairdressing, wer was damit anfangen kann. Oder in Richtung blaue Decks. Also ist so ungefähr eine Liga, was die Festigkeit und den Halt betrifft. Wäre für mich eigentlich eine prima Pomade. Ja, also jetzt rein von der Konsistenz her. Ich habe in meinem letzten Video auch was zu Härtegraden gesagt. Und wer meine Videos verfolgt, weiß, dass ich am liebsten weiche Pomade nehme. Das heißt, das hier, das wäre genau das richtige Zeug für mich. Aber nee, da kommt es mir fast hoch. Also wirklich nicht. Ich versuche das mal wieder so ein bisschen da rein zu boxieren. Bisschen den Rand sauber machen, dass es nicht rumschmiert. Mir gleich mal die Hände abwischen und ja, gründlich mit Seife waschen. Gucken, dass ich diesen Duft loswerde. Ist aber trotzdem ganz schön, um sie rumstehen zu haben im Regal. Also schönes Museumsstück sozusagen. Deshalb nochmal vielen Dank an Mario dafür. Richtig, also eine super, super Gabe für mich oder super Tauschobjekt. Wir haben getauscht. Ich habe sie gegen was anderes eingetauscht. Klasse Sache. Ein Produkt mit Historie, mit Geschichte. Und ja, das wäre wirklich klasse, wenn die vielleicht doch mal wieder von irgendwem hergestellt und auf den Markt gebracht werden würde. Ja? Merkt euch den Namen. Vielleicht sehen wir sie irgendwann wieder im Pomadeshop oder ähnliches. Dixie Peach Pomade. So viel dazu. Ich weiß nicht, was ich noch weiterhin dazu sagen soll. Würde sagen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.